Radierung kommt aus dem Lateinischen von radere und heißt wegnehmen. Mithilfe von Radiernadel, Schaber, Schleifpapier oder mit Säure kann ich Vertiefungen in die Metallplatte bringen und diese Vertiefungen halten Farbe fest. Je doller ich mit der Nadel aufdrücke, desto tiefer wird die Linie, desto schwärzer wird sie, desto größer. Oder wenn ich nur ganz zart anritze, dann wird es halt nur ein feiner Grauton. Es ist eine sehr zeichnerische Drucktechnik. Also diese Skizze, die ich hier habe, ist eher nur so eine grobe Vorstellung, wo es lang gehen soll. Wie das am Ende aussieht, entscheide ich während des Arbeitens. Mir gefällt es, schwarz zu arbeiten und nur schwarz, weil ich denke, die Schwärze und die Tiefe, die bei der Radierung entsteht, die sind für mich das Wichtigste in dieser Drucktechnik. Die Linien in der Radierung sind sowieso die schönsten, weil die eine Wärme und eine, von der Struktur her eine Weichheit haben, die kannst du woanders nicht erzeugen. Wenn jetzt ein Probedruck kommt, ich tendiere eher dazu, sehr viele Probedrucke zu machen. Und es ist mir zu schwarz, dann schreibe ich halt wieder raus. Wenn es zu hell ist, dann wird noch nachradiert und so versuche ich durch die kontinuierliche Druck- und Radiertätigkeit zu dem Bild zu kommen, was mir vorschwebt. Wenn man einen Holzschnitt macht, muss man sich vorher überlegen, was man wegschneidet. Das muss ich hier nicht. Ich gehe so lange drüber, bis mir das Bild gefällt. Wann ist ein Bild fertig? Wann wird es nicht besser, wenn man weiterarbeitet? Für mich ist es am schwersten aufzuhören eigentlich.